Ja, mein Name ist Jürgen Nordmann und bin hier Geschäftsführer und Gesellschafter der Störtebeker Bohrmanufaktur und seit 1990 hier im Unternehmen tätig. Erstmal zeichnet sich aus, dass wir so eine Vielfalt an Bieren haben. Wir haben mittlerweile 25 unterschiedliche Sorten und bei den Störtebeker Brauspezialitäten haben wir viele Bioprodukte überwiegend, alles das, was möglich ist von den Hopfensorten, wollen wir denn auch so nachhaltig auch herstellen und das zeichnet, glaube ich, unsere Biere aus. Unser Anforderungsprofil war es, eine neue Abfüllanlage für 40.000 Flaschen hier zu implementieren, von der Hardware her eine EBD-Bahn. Darüber hinaus wurde ein Hochregallager mit 32.000 Stellplätzen hier erstellt. Und es hat schon immer eine sehr gute Steuerung gehabt, so gerade auch mit der Zusammenarbeit mit Siemens weiß man, dass man gerade bei Softwarelösungen auch in der Industrialisierung dort auf höchstem Niveau agiert. Ja, diese Varioline ist ja entstanden aus einem Einpacker, aber diese Einpackfunktion, die ist jetzt immer stärker auch konsumentenorientiert gewesen und der Konsument will entweder einen Volumenkauf haben und dann hat er so 20 lose Flaschen drin oder aber ein Convenience, ein Impulsgebinde muss da rein und da muss ich sagen, haben wir eine sehr aufwendige Verpackung und das ist eine Faltschachtel, die aufgeklappt werden muss, die dort dann auch verschlossen werden muss. Da gibt es nachher aber auch noch Verdecklern, damit man am POS nicht Flaschen entnehmen kann. Und dieses dann hinzubekommen bei einem Warenstrom von 40.000 Flaschen ist wahnsinnig anspruchsvoll, weil da auch noch Klebevorgänge noch mitgemacht werden müssen. Und das ist so die Varioline, die es uns ermöglicht, eine Charge, die aus dem leeren Lagerkeller kommt, dass man die dann sowohl auf lose Kisten abfüllen kann, als auch in 4er, 6er, 8er oder 10er Verpackung. Und das ist so hier realisiert worden. Krones ist als Aktiengesellschaft Mittelständler geblieben und weiß, wie man mit dem Mittelstand umzugehen hat und macht so einen hervorragenden Job in der Kommunikation. Gerade bei so einem Großprojekt, wie wir es hier gehabt haben, ist es wichtig, dass man auf vielen Ebenen kommuniziert, damit auch das, was wir so an Ideen hatten, auch realisieren können. Und da haben wir, glaube ich, jetzt so diesen ersten maßgeblichen Schritt getätigt und hoffen dann auch für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Ba-ba-ba-da-da.